vedi? Skokrad wieder, ja, Henry. Skokrad wieder. Ja. Der magische Hemd vom Opni geht das gar wieder. Auf der Seite, da hinten, ne? Hinten, ja. Super. Das spürst du im Fall wirklich nach einer Minute. Oh. Nach einer Minute? Nein, du spürst gerade nichts mehr. Und dann geht es 10 Minuten. Und dann tut es wieder weh. Aber für die 10 Minuten ist im Fall. Ja, ist gut. Der Rest ist schon. Ich bin hier der Grünschuhfaraon. Meine grünen Schuhe fahren nie Auto und nie Flugzeug. Ich habe sie von meiner Mama gehabt. Kurz vor ihrem Tod hat sie mir 100 Paar grüne Schuhe geschenkt, wo nie sollte ein Auto fahren und nie sollte ein Flugzeug fahren. Meine Stimme ist da und ist genug laut, ich muss noch schnell warten, wegen dem fahre ich jetzt runter, weil das Ganze müssen wir hier auf die Kamera für strugglen. Okay, also hallo zusammen, ich weiss nicht, um was es geht, um was ich hier rappe, um eine Art ein Dummheit. Es geht nur darum, dass ich jetzt hier ein wenig improvisiere und dass ihr dann zusammen hier vorne könnt marschieren könnt. Ja, das Ganze ist so auf eine Art fett, so sagen es Rapper. Seht ihr das hier? Das ist von einem Jumbo-Jet. Ein Stewardess sagt vor mir und hat mir das Mic vor meinem Kopf. Und euch aufmerksam zu machen ist der Trick. Geschickt mache ich das. Wir haben nachher einen Auftritt, der dort oben im Etage-Club liegt. Das Ganze hier, das ist scheinbar eine gute Aktion von etwa so dieser und dieser Person. Und es wäre schön, kommen ihr dann alle für uns. Sie sind jetzt Fuss unterwegs. Das Ding von Zürich weiter nach, woher geht's? Neuchâtel. Neuchâtel. So in dieser Richtung dort. Das Ganze zu Fuss mit eigener Muskelkraft. Könnt ihr euch vorstellen, das braucht einiges an Saft. Und für die Aktion, wo sie sich dann erklären, um was es geht und in welcher Atmosphäre das Ganze hier stattfindet und das Ganze hier kehren, möchten sie ein bisschen Geld sammeln, um die Taschen zu leeren. Das wäre das Prinzip. Für die Fakten fragen Sie, das war hier das von mir und JB Funks hier. Yeah!